Schwestern und Brüder hier aus der Pfarrgemeinde Arnold Jansen in Goch, liebe Mitbrüder, vor allen Dingen lieber Pater Roberto Alda, ganz herzlich darf ich alle zu diesem festlichen Gottesdienst heute am ersten Adventssonntag hier in der Maria Magdalena Kirche begrüßen und willkommen heißen zu einem weiteren besonderen Höhepunkt in der Kirchengeschichte der Pfarrgemeinde in Goch, wenn wir daran denken, dass erst am vergangenen Sonntag diese wunderbare Orgel geweiht wurde und ihrer Bestimmung übergeben wurde, so dürfen wir heute nach einer langen Vakanzzeit den neuen Pastor einführen, Pater Roberto Alda, der von den Philippinen stammt, der zuletzt tätig war im Missionshaus in St. Wendel, im Saarland, im Bistum Trier und der jetzt diese große und bedeutende Pfarrgemeinde Arnold Jansen in unserem Dekanat Goch übernimmt mit dem heutigen Tag. Es ist ein besonderer Tag, sicherlich auch für dich, lieber Roberto. Er sagte, er würde gar nicht heute so gerne im Blickpunkt und im Mittelpunkt stehen. Ich musste ihm sagen, dass das gar nicht anders geht, dass das heute ein wichtiger Tag für die Gemeinde ist, für ihn. Natürlich steht im Blickpunkt unser Herr Jesus Christus, der wiederkommen wird, der bei uns sein will, der die Wege mit uns teilen will. Aber du bekommst die besondere Aufgabe, diese Pfarrei zu leiten mit einem großen und starken Seelsorgeteam. Von daher begrüße ich alle Steiler Missionare, die hier Dienst tun. Ich glaube, die Pfarrei ist damit gut besetzt. Und ich denke natürlich auch an den Pastoralreferent Markus van Berlo, der mit hier im Seelsorgeteam Dienst tut. Ich danke ganz besonders Vater Josef für die Zeit der Pfarrverwaltung in den vergangenen Monaten, dass er das getan hat, nicht alleine, sondern mit vielen engagierten Ehrenamtlichen zusammen, vor allen Dingen aus dem Bereich der Gremien. Ich möchte hier stellvertretend den Pfarreirat und den Kirchenvorstand nennen. Bei vielen Gesprächen habe ich gehört, was das auch bedeutet, so stark mit ins Rad greifen zu müssen, so stark mit in die Speichen packen zu müssen in dieser Übergangszeit. Ich weiß, dass Sie sehr, sehr viel in dieser Zeit geleistet haben für diese Pfarrgemeinde. Dafür möchte ich Ihnen auch recht herzlich danken, dass Sie diesen Dienst getan haben zum weiteren Aufbau dieser Pfarrgemeinde St. Arnold Jansen in Goch. Dienst zu. So ist es schön, dass wir hier heute zusammen sind. So darf ich Ihnen heute den Brief des Generalvikars Norbert Kleibold vom 27. August 2015 vorlesen. Sehr geehrter Herr Pater Roberto Alda, lieber Mitbruder, hiermit übertrage ich Ihnen zum 29. November 2015 die Verwaltung der Pfarrstelle St. Arnold Jansen in Goch und gebe Ihnen die erforderlichen Vollmachten. Als Pfarrverwalter steht Ihnen der Vorsitz im Kirchenvorstand zu, wovon Sie diese Mitteilung machen wollen. Es obliegt Ihnen die Pflicht der Applicatio pro Populo, das ist die Messe, die Feier der Messe immer für die ganze Gemeinde. Für die Erfüllung Ihrer Aufgaben wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Mit freundlichen Grüßen, Norbert Kleibold, Generalvikar des Bistums Münster. Wir wollen uns diesen Worten des Generalvikars anschließen, lieber Roberto, dich hier ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Wir können das, glaube ich, auch einmal am Anfang der Messe deutlich tun, dass der neue Pastor Mut hat und merkt, dass die neue Gemeinde sich freut, dass er jetzt hier in unserer Mitte ist. Ich wünsche uns einen festlichen, einen schönen und einen ermutigenden Gottesdienst, einen guten Auftakt für den neuen Pastor, Pater Roberto. Als Vorsitzender des Pfarreirates heiße ich Sie herzlich willkommen zur Pfarreieinführung
unseres neuen Pfarrers in unserer altehrwürdigen Magdalenenkirche. Ich freue mich, dass so viele unserer Einladungen gefolgt sind und begrüße als Repräsentant von Rat und Verwaltung die stellvertretende Bürgermeisterin unserer Stadt, die schon seit vielen Jahren immer gerne zu uns kommt, unsere Gabi Theissen. Herzlich willkommen, liebe Gabi. Ebenso herzlich begrüße ich die Ehren- und Hauptamtlichen aus unseren kirchlichen Einrichtungen und Verbänden. Liebe Gemeindemitglieder, sehr verehrte Gäste. Als wir im September des vergangenen Jahres von unserem Pfarrer Günther Höberts Abschied nehmen mussten, war dies ein einschneidender und bewegender Tag. Sollten wir doch lange ohne leitenden Pfarrer auskommen müssen. Der heutige Tag ist auch ein sehr bewegender, zugleich aber auch ein überaus freudiger. Ein bewegender Tag für Sie, Pater Roberto, und natürlich auch für uns. Heute am Tag Ihrer offiziellen feierlichen Amtseinführung möchte ich Sie, sehr geehrter Pater Roberto, als Vertreter unserer Gemeinde, als neuen Pfarrer willkommen heißen. Wir sind froh und glücklich, dass wir Sie nach einer langen Zeit des Wartens als neuen Pfarrer gewinnen konnten. Ich wünsche Ihnen persönlich, wie im Namen aller Gemeindemitglieder, unserer Verbände, Organisationen und Institutionen, insbesondere auch namens des Seelsorgeteams, einen guten Anfang. Viel Freude an Ihren vielfältigen neuen Aufgaben, an Ihrer neuen Wirkungsstätte und vor allem wünsche ich Ihnen alle Kraft und Gottes Segen. Wir wünschen Ihnen, lieber Herr Pfarrer, von Herzen ein gutes Einleben in unserer wunderschönen Stadt Goch, der Geburtsstadt Ihres Ordensgründers und in der katholischen Kirchengemeinde St. Arnold Jansen, und dass Sie sich hier zu Hause wohlfühlen werden. Mögen Sie hier bei uns Heimat und Geborgenheit finden. Sie werden nun in einer großen, vielfältigen Gemeinde wirken, die zu einem großen Teil von Ihren Amtsvorgängern und Mitbrüdern, von den Mitgliedern des Kirchenvorstandes und des Pfarreirates und sehr, sehr vielen anderen Menschen gestaltet wurde. Auf deren engagierte Mitgestaltung und aktive Unterstützung, das sage ich Ihnen hier heute zu, können Sie auch künftig bauen. Um mit einem Bild zu sprechen, das Feld, das Land sind gut bestellt. Felder müssen aber immer wieder neu bestellt werden. Neue Akzente, verknüpft mit Bewährten, können gesetzt, neue Ufer angestellt werden. Mit Ihnen sind wir froh und dankbar, dass Sie der Provinzial der Steyler Ordensgesellschaft auf unsere Fachstelle, wie ich so gern sage, unserer XXL-Gemeinde in Goch berufen hat. Und dass Sie hier Ihren Weg als leitender Pfarrer mit uns allen gemeinsam gehen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass schon bald weitere Aufgaben in unserer und für unsere Gemeinde hinzukommen werden. Sie werden nun in einer großen, vielfältigen Gemeinde wirken, die zu einem großen Teil von Ihren Amtsvorgängern und Mitbrüdern, von den Mitgliedern des Kirchenvorstandes und des Pfarreirates und sehr, sehr vielen anderen Menschen gestaltet wurde. Auf deren engagierte Mitgestaltung und aktive Unterstützung, das sage ich Ihnen hier heute zu, können Sie auch künftig bauen. Um mit einem Bild zu sprechen, das Feld, das Land sind gut bestellt. Felder müssen aber immer wieder neu bestellt werden. Neue Akzente, verknüpft mit Bewährten, können gesetzt, neue Ufer angestellt werden. Mit Ihnen sind wir froh und dankbar, dass Sie der Provinzial der Steyler Ordensgesellschaft auf unsere Fachstelle, wie ich so gern sage, unserer XXL-Gemeinde in Goch berufen hat. Und dass Sie hier Ihren Weg als leitender Pfarrer mit uns allen gemeinsam gehen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass schon bald weitere Aufgaben in unserer und für unsere Gemeinde hinzukommen werden. Lassen Sie mich mit einem kleinen Willkommensgruß von Hermann Hesse schließen und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und hilft zu leben. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen diesen Zauber des Neuen, das heitere Durchschreiten neuer Räume, neue Aufgaben eines neuen Lebenskreises und den Schutz Gottes. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Pater Roberto, herzlich Dank sage ich allen, die auch mitgeholfen haben, diese Feier vorzubereiten und zu gestalten. Der Dächern hat gerade schon vom Schüppchen gesprochen, eine schöne Tradition hier am Niederrhein. Dieses Schüppchen hat ganz, ganz viele Ringe. Alle Ringe unserer Pfarrer, zunächst von St. Maria Magdalena, nach der Fusion von St. Georg und heute und auch schon davor von unserer großen XXL-Gemeinde St. Arnold Jansen. Das war der Pfarrer Gerdungus de Landorp, also eine lange, lange, lange Tradition, 1366. Und dann tauchen dort alle Pfarrer auf, die hier ihren Dienst getan haben.
2003 Günther Höhmanns. Bei diesen Ringen steht immer von bis drauf. Ich habe am Donnerstag schon die Ehre gehabt, Pater Roberto kennenzulernen, mit ihm schon ein Schnäpschen trinken zu dürfen. Aber bevor jetzt Pater Roberto das Schüppchen, den Hirtenstab der Gemeinde bekommt, möchte ich ihm noch einige Informationen zu unserer Gemeinde geben. Unsere Pfarrkirche St. Maria Magdalena ist ein dreischiffiger gotischer Kirchenbau, wovon der älteste Teil, man höre und sage, schon von 1323 ist. Man geht davon aus, dass an gleicher Stelle bereits eine Kirche gestanden hatte, da Goch bereits um 1200 selbstständige Pfarrei geworden war. Hauptschiff der Kirche ist das Hochschiff, dessen Pläne des Erweiterungsbaus schon aus dem 15. Jahrhundert zurückgehen. Die Innenausstattung unserer schönen Kirche stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Erwähnenswert ist hier diese schöne Barockkanzel. Das Kirchenschiff erlitt 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkriegs schwere Schäden. Durch die Sprengung eines Pfeilers wurden 14 von 22 Gewölbefeldern geschädigt. In der alten Form wurde das Gotteshaus 1959 wiederhergestellt. Der Kirchturm wurde 2003, 10 Jahre nach dem spektakulären Einsturz vom 24. Mai 1993, in moderner Form wiederhergestellt. Und seit der letzten Woche erleben wir wieder eine imposante Pfeifenorgel in unserer Kirche, die letzte Woche am Christkönigssonntag von Weihbischof Theising feierlich eingeweiht wurde. Darüber hinaus sind Sie, manche haben einen Zweitwagen, Sie haben eine Zweitkirche, eine weitere Kirche, und zwar die jüngste Kirche der Gemeinde, ist die dem bekanntesten Sohn der Stadt, dem heiligen Arnold Jansen, geweiht. Ihr Bau geht zurück auf die Anregung von Papst Paul VI. Anlässlich der Seligsprechung von Arnold Jansen am 19. Oktober 1975. Er sagte ihrem Vorgänger, dem legendären Pastor Ludes: Ihr in Goch müsst das Andenken des größten Missionars des 19. Jahrhunderts immer hochhalten. Sorgt dafür, dass er bekannt wird. Also wurde am 11. Januar 1978 in Goch die neue Arnold-Jansen-Gemeinde gegründet. Die Kirche wurde am 31. Oktober 1982 von Regionalbischof Dr. Ludwig Aberkamp, dem späteren Erzbischof von Hamburg, konsekriert. Anlässlich der Kirchweihe schenkte die Muttergemeinde St. Maria Magdalena der neuen Kirche den Taufstein, an dem schon der heilige Arnold getauft wurde. So, jetzt bekommt Pater Roberto den Hirtenstab. Alle, die des Lateinischen mächtig sind, Hirte heißt Pastor. Das heißt, den Stab unseres neuen Pastors als Symbol der Leitung und Führung ihrer vielen Schafe, wovon heute ganz viele, und da freue ich mich besonders drauf, anwesend sind. Ich habe schon gesagt, hoffentlich sind nicht so viele Schwarze dabei. Zu den Ringen habe ich schon etwas gesagt. Der nächste Ring wird angebracht werden in nächster Zeit. Und jetzt würde ich Ihnen, das sollten wir uns wieder erheben, würde ich Ihnen gerne diesen Hirtenstab übergeben. Wir sind zusammengekommen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit uns. Liebe Kinder, liebe Jugendlichen, liebe Schwestern und guten Herren, liebe Mitbrüder im diakonischen und priesterlichen Dienst, heute beginnt eine neue Zeit. Eine neue Zeit im Kirchenjahr, aber auch für uns hier in der Pfarrgemeinde St. Arnold eine neue Zeit. Es ist eine von Gott geschenkte Zeit. Und wir dürfen dieses Geschenk Gottes dankbar annehmen. Denn er tut, was er sagt, er steht zu seinem Wort, er ist treu. Und das ist wichtig, wenn wir als Gemeinde feiern, uns immer daran zu erinnern, der Gott, der uns lebt, ist immer schon da. Und so wollen wir zu Beginn dieser Feier unseren Gott begrüßen, ihn wollen wir um sein liebendes Erbarmen bitten.
Kinder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Einer meiner ehemaligen Schüler im Religionsunterricht stellte mir die Frage: Was hat dann dieser Jesus getan in seinem Leben? Warum strömen die Menschen zu ihm? Warum nehmen sie sich viel Zeit für ihn, um ihm zuzuhören? Er muss doch etwas getan haben. Wer ist dieser Jesus überhaupt? Dieser kleine Lukas hat mich irgendwie umgehauen mit dieser Fragestellung. Und da wirft mir diese Fragen von Lukas zurück auf meine eigene Kindheit, wo ich damals auch so von diesem Jesus, als ich zum ersten Mal von seinem Namen gehört hatte, im Religionsunterricht bei einer Nonne, das sehr tief beeindruckt war. Das war auch meine eigene Frage: Wer ist dieser Jesus? Es gab natürlich viele Antworten, jeder hat seine eigene. Ich habe es versucht in meinem Leben ernsthaft zu überlegen. Meine Eltern waren nicht einverstanden, dass ich Priester werde. Ich stamme aus einer Matrosenfamilie. Mein Opa war Kapitän. Mein Vater war auch lange Zeit auf hoher See unterwegs. Meine beiden Brüder, die sind genauso wie ich jetzt stehe, sind unterschiedliche Wege auf dem Schiff als Ingenieure. Der eine geht nach Miami, der andere geht nach Hamburg. Ich wollte auch mal Kapitän werden. Das war mein Traum. Ich wollte unbedingt die Welt sehen durch das Wasser, durch das Meer. Mein Elternhaus liegt ja nur 200 Meter vom Strand entfernt. Aber dann kam diese Begegnung mit diesem Jesus. Und bis zuletzt wussten meine Eltern nicht, dass ich diesen Gedanken hege, Christus nachzufolgen. Als es mir klar war, das sagte ich meinen Eltern: Ich will ins Seminar gehen. Da waren die alle, beide erbost, sogar verärgert. Was soll denn das Ganze? Was bringt dir das? Du hast keine Frau, du hast keine Familie und wir stammen aus einer großen Familie. Wenn ich alle drei Jahre nach Hause gehe für meinen regulären Heimaturlaub, dann versammeln wir uns zu 60, 70, sind alle Verwandte. Du siehst das Angesicht deines eigenen Sohnes nicht und für einen Asiaten, das ist eine sehr bittere Erfahrung. Ein Mann ist nur ein Mann, wenn er das Gesicht seines Sohnes oder seiner Tochter sieht. Ich habe keins. Also mein Papa sagte mir: Armer Mann, blöde Entscheidung. Trotzdem bin ich da. Ja, wer ist dieser Jesus? Ich glaube, das hat auch unseren Pfarrpatron Arnold Janssen so tief bewegt, dass er sein ganzes Leben nur für diesen Jesus da, ja, investiert hatte. Die Begegnung mit ihm, mit seinem menschgewordenen Wort, deinem Sohn in Jesus Christus, war so von gewaltig,
dass er bereit war, alles, vielleicht seine eigenen persönlichen Pläne, die Pläne seiner Familie, natürlich, er stammt aus einer sehr frommen Familie in Goch. Da waren die natürlich sofort einverstanden damit. Sind mehrere sogar in der Familie Geistliche geworden. Er erlebte keinen Widerstand aus der eigenen Familie. Ich schon. Deshalb vergleiche ich mich nicht mit dem Arnold Janssen. Er wäre zu groß für mich. Und das ist auch nicht wichtig. Wir dürfen auch nicht mit anderen vergleichen. Wir haben ein eigenes, ein von Gott geschenktes Leben. Und jedes Leben ist genauso gut wie alle anderen auch. Und was mich in meinem Leben geprägt hat, mit dem Widerstand meiner Eltern, habe ich immer auf Jesu Wort vertraut. Und da haben wir auch in der ersten Lesung aus dem Propheten Jeremia gehört, das Heilswort werde ich erfüllen. Ich habe mein Leben auf das Wort Gottes gesetzt und ich habe in meinem Leben bis jetzt immer diese Treue Gottes erfahren. Ja, er erfüllt sein Wort. Er steht zu seinem Wort. Auch wenn manche Sachen im Leben nicht so geht, wie man das plant, so wie ich damals die Entscheidung getroffen hatte, nicht Weltpriester zu werden, da hätte ich ein Argument, um meinen Eltern und meine Verwandtschaft ein bisschen zu beruhigen, dann bleibe ich ja als Diözesanpriester in unserem Erzbistum. Ich bin dann dort erreichbar für Sie. Und ich werde auch dort, was ich verdiene, ja, für mich behalten. Aber nicht als Ordensmann. Ja, das ist nicht leicht. Und da gab es auch in meinem Leben viele Höhen und Tiefen. Ich bin gerade in die Stalle eingetreten, weil ich China-Missionar werden wollte. Und ich habe auch ganz bewusst zur Studienzeit in Philippinen nicht Deutsch als Fremdsprache geholt, neben Latein, sondern Chinesisch. Ich habe nur von China geträumt. Es tut mir leid, wenn ich jetzt eine Beichte ablegen muss. Ich habe nie von Deutschland geträumt. Geschweige denn von Goch. Aber Gott hat seine Wege. Er hat mir gesagt, ich will dich. Und das sagt er auch heute noch, ich will dich, dich hier in Goch, nicht dein Nachbar, nein, dich. Du bist mir wert, du bist mir wichtig. Und wenn du auf mein Wort hörst, dann werde ich dorthin führen, wo es dir gut wird. Und bis jetzt ging es mir immer noch gut. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es mir auch in Goch gut gehen wird. Ich glaube, bei den Einführungen, bei den Einführungsworten, da habe ich den Eindruck, ich habe hier vor mir Menschen, die engagiert sind, Menschen, die tief davon überzeugt sind, dass wir als Christen in dieser Welt, in dieser Zeit gefragt sind. Das ist mir wichtig. Wir können doch so gut planen, wir können doch so gut analysieren, das machen schon eine ganze Menge Leute. Aber wenn wir nicht tief davon überzeugt sind, dass ich von Jesus gewollt bin, dass ich berufen bin, als Christ in dieser Welt zu leben, dann haben wir ein Problem. Und
Und so gehe ich und komme nach Koch mit diesem festen Vertrag weiterhin. Ich brenne weiterhin für diesen Jesus. Ich weiß, er wird mir helfen. Ich bin nicht allein. Ich habe viele gute, großartige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in unserer Pfarrei. Und er wird sein Wort erfüllen. Und daran dürfen wir festhalten. Und da können wir auch unsere Pfarrei gut führen, miteinander reicher werden. Und nur mit diesem Gott können wir Großes vollbringen. Und so passt das auch im ersten Advent, wenn Jesus sagt, ja, es werden schwierige Tage kommen, das ist mir bekannt, das ist mir wohl bewusst. Aber richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn es naht eure Erlösung. Ich werde da sein, ich stehe zu meinem Wort, ich werde immer bei euch sein. Möge das Herz Jesus, so wie unser Patron immer betet, leben in den Herzen, in aller unserer Herzen hier und in den Herzen aller Menschen.